Wie jung darf ein Spiel maximal sein, damit ein Remake gerechtfertigt ist? Diese Frage haben wir uns im Vorfeld zu The Last of Us Part 1, der Neuauflage des gerade einmal 9 Jahre alten PlayStation 3 Meisterwerks, häufiger gestellt. Wirklich viel kann sich in so kurzer Zeit doch gar nicht getan haben, oder? Zumal es ja schon 2014 ein Remaster für die PS4 gab, das mehr FPS und eine höhere Auflösung mitbrachte. Warum also jetzt 80 Euro für The Last of Us Part 1 ausgeben? Die Antwort auf diese Frage ist gar nicht so einfach, denn bei Gameplay und Inhalt gibt es nur wenige Anpassungen. Technisch setzt das vorerst PS5-exklusive Spiel hingegen neue Maßstäbe. Das Remake gehört sogar zu den schönsten Spielen, die es je für eine Konsole gab. Was that everything you hoped for? Can't deny that view. Die grafischen Verbesserungen sind aber nicht nur Selbstzweck, sie unterstreichen die größte Stärke des Originals, die Emotionen. The Last of Us erzählt eine Geschichte von Verlust und vielen moralischen Grauzonen. Die Inszenierung der Handlung ist in der Neuauflage absolut atemberaubend gelungen. Erneut erleben wir eine rund 15 Stunden lange Hauptkampagne, die mit einer der traurigsten Rückblenden der Spielegeschichte beginnt und später von einer brutalen Zukunft erzählt, in der parasitäre Pilze die Menschen in blutrünstige Zombies verwandeln. Was folgt, ist ein brutaler Endzeit-Roadtrip, der aber auch immer wieder mit herzergreifenden Szenen daran erinnert, dass vielleicht doch noch nicht alles verloren ist. Neue Inhalte liefert das Remake, abseits vom rund 3 Stunden langen Story-DLC Left Behind, den es aber auch schon zum Original gab, allerdings nicht. Ähnlich wie das Remake von Demon's Souls bleibt auch The Last of Us Part 1 sehr nah an der Vorlage, was Level-Layout und Zwischensequenzen angeht. Dafür fühlen wir uns dank der neuen Animationen den Charakteren aber näher als je zuvor. Vor allem die Mimik und die Augenbewegungen haben einen gewaltigen Qualitätssprung gemacht. In den Gesichtern der Figuren lassen sich kleinste Gefühlsregungen erkennen. Hier hat Naughty Dog das Bestmögliche rausgeholt. Das Niveau vom zweiten Teil erreichen die Szenen aber nicht ganz, denn die Entwickler mussten ja auf die alten Motion-Capturing-Aufnahmen zurückgreifen und da wirken einige Bewegungen ein Stückchen steifer. Das Original wird vom Remake aber in vielen Situationen bei weitem überflügelt. Zum Teil allerdings auch dann, wenn wir gern darauf verzichtet hätten. Die authentischen Animationen sorgen zusammen mit einer neuen Soundabmischung zum Beispiel dafür, dass einige Zwischensequenzen wegen ihrer realitätsnahen Härte kaum auszuhalten sind. Ihr werdet hier Zeuge von Gewalt gegen Minderjährige, Suizid und sogar versuchter Vergewaltigung. Crazy man traveling. A little girl. Umgehen lassen sich die Passagen nicht. Ihr könnt nur komplette Zwischensequenzen überspringen. Für ein Remake von 2022 hätten wir uns einen behutsameren Umgang mit solchen Inhalten gewünscht, zum Beispiel mittels Triggerwarnungen oder zusätzlichen Accessibility-Optionen. Von denen gibt's ansonsten nämlich viele, mehr dazu aber später. Uns verwunderte die mangelnde Sensibilität bei solch schwierigen Themen, da Naughty Dog ansonsten mit einer gehörigen Portion Feingefühl agiert. Die Beziehung zwischen Ellie und Joel sowie ihre Interaktionen mit anderen Überlebenden sind von einer ungeheuren Natürlichkeit geprägt, wodurch jeder Dialog zum Highlight wird. You have no idea what loss is. Daran knüpft auch der Zusatzinhalt Left Behind an, indem wir einen Einblick in Ellies Vergangenheit werfen. Sie gleichzeitig aber auch dabei beobachten, wie sie in der Gegenwart des Hauptspiels um Joels Leben kämpft. Unter den The Last of Us Fans der GamePro-Redaktion gilt die Erweiterung als Sahnehäubchen des Spiels und das aus gutem Grund. Die Abschnitte, in denen wir zusammen mit Ellies bester Freundin Riley ein verlassenes Einkaufszentrum erkunden, sprühen nur so vor kreativen Ideen. Wir knipsen zum Beispiel witzige Erinnerungsfotos und nässen sie mit unserer Wasserpistole durch. Die spaßige Zeit, die die beiden Mädchen miteinander verbringen, sorgt für eine angenehme Auflockerung im bedrückenden Endzeitalltag und lässt uns Ellie als Person besser verstehen. Außerdem entsteht ein genialer Kontrast zu den Abschnitten, in denen wir Joel beschützen und Medikamente für ihn besorgen. Hier orientiert sich Left Behind stark an den Kampfmechaniken des Hauptspiels, die uns in kompakter Form besser gefallen. Und damit sind wir auch schon bei der größten Schwäche des Remakes angelangt. Denn während die Grafik einen gewaltigen Schritt nach vorn gemacht hat, müssen wir leider festhalten, dass das Gameplay weitgehend auf dem Niveau des Originals stagniert. Wir schleichen uns noch immer an saudumme KI-Gegner heran, sammeln Materialien ein, um nützliche Gegenstände wie Molotow-Cocktails oder Nagelbomben daraus herzustellen, verschieben Müllcontainer und tragen Leitern umher und tragen Bretter umher. Wieder und wieder. Pass it to me. Außerdem liefern wir uns Feuergefechte, die immerhin einen heftigeren Eindruck als im Original hinterlassen, auch weil es mehr zerstörbare Objekte gibt und die Physik-Engine mehr Splitter durch die Gegend schleudert.
Je nach Waffenklasse blockieren zudem die adaptiven Trigger des DualSense-Controllers unterschiedlich stark den Abzug, löst sich der Schuss dann, rüttelt das haptische Feedback unsere Hände ordentlich durch. Besonders die Auseinandersetzungen mit Zombies haben uns daher gut unterhalten, da uns die Infizierten mit hohem Tempo beim Vorpreschen und ihrer schieren Anzahl unter Druck setzen. Menschliche Feinde sind aber so doof, dass nur selten Dynamik aufkommt. Zumeist lassen sie sich überwältigen, indem wir sie mit einem präzise geworfenen Backstein aus dem Gleichgewicht bringen. Nur selten wird mal eine Situation wirklich brenzlig. Hier etwa, als Joel und Ellie in einer Zwischensequenz in die Enge gedrängt werden und wir uns daraufhin freiballern müssen. Die Entwickler hatten zwar in einem ausführlichen Trailer vor dem Release angekündigt, dass die Gegner-KI jetzt deutlich schlauer nach uns suchen würde und auch unsere Begleiter nicht mehr so oft direkt durchs feindliche Sichtfeld rennen würden, davon merkt man in der Praxis aber nur wenig. Wir haben deshalb bei Naughty Dog nachgefragt, warum die Änderungen nicht stärker ausfallen. Die Antwort? Das Entwicklerteam betrachtete The Last of Us Part 1 von Anfang an als originalgetreues Remake, das den Klassiker in Ehren hält, jedoch nicht neu interpretiert. Das können wir natürlich nachvollziehen, The Last of Us ist schließlich einer der PlayStation-Meilensteine schlechthin, aber so bleiben halt auch die wenigen Kritikpunkte des Originals im Remake größtenteils bestehen. Eine nützliche Neuerung aus The Last of Us Part 2 bringt Part 1 dann aber doch noch mit. An Werkbänken können Joel und Ellie ihre Waffen verbessern. Am Spiel ändert sich dadurch kaum etwas, dafür sind die Upgrade-Stationen zu spärlich verteilt, aber hey, es sieht ziemlich cool aus, wie die beiden da an ihren Knarren rumfummeln. Das Gebastel an unseren Schießprügeln und die Animationen der Charaktere sind aber nicht die einzigen grafischen Neuerungen, die uns überzeugen konnten. Wie eingangs schon erwähnt, können es nur wenige Konsolenspiele mit The Last of Us Part 1 aufnehmen. Die Umgebungen sind beispielsweise irrsinnig komplex ausmodelliert und mit zahlreichen Details versehen. Schaut euch doch hier nur einmal den Weg zum Kapitol von Boston an. Die Beleuchtung ist perfekt gesetzt, die Wechselwirkung aus Licht und Schatten sorgt für ein stimmiges, kontrastreiches Gesamtbild. Das Remaster von 2014 wirkt dagegen deutlich blasser, über weite Strecken hinweg schlicht unglaubwürdig ausgeleuchtet. Da hat sich unglaublich viel getan. Auch was Naughty Dog im Hinblick auf die Qualität der Texturen und Materialien wie beispielsweise Stein und Holz abliefert, ist schlicht umwerfend. Darüber hinaus gibt es auch zahlreiche verbesserte Grafikeffekte, etwa glühende Funken, die von lodernden Feuern abgehen oder glänzende Lichtbrechungen auf nassen Böden und spiegelnden Oberflächen. Die Grafik ist also unbestritten eindrucksvoll, aber das war ja durchaus zu erwarten. Doch wie sieht es mit der Performance und dem Support für moderne TV-Features aus? Kurz gesagt, absolut perfekt. The Last of Us Part 1 bietet ein hochwertiges HDR-Erlebnis und kann bestens mit 4K-Fernsehern umgehen, die eine Bildfrequenz von 120 Hz ausgeben können. Im Qualitätsmodus schaltet der Titel automatisch auf eine Bildwiederholrate von 40 FPS um. Dadurch fühlt sich das Spiel deutlich flüssiger an als mit dem häufig verwendeten Mindestmaß von 30 FPS. Die Funktion lässt sich aber nur im Einklang mit 120 Hz aktivieren, da nur dann eine gleichmäßige Verteilung der gerenderten Frames im Bildsignal gewährleistet ist. 40 FPS würden auf einem herkömmlichen 60 Hz Display ruckliger wirken als konstante 30 FPS. In unseren Framerate-Messungen konnten wir keine Ruckler in beiden Varianten feststellen. Auch der Leistungsmodus, der grundsätzlich in 60 FPS und mit einer dynamischen Auflösung zwischen 4K und 1440p ausgegeben wird, läuft butterweich. Naughty Dog hat das Spiel perfekt optimiert und interessanterweise sogar Raum für mehr gelassen. Könnt ihr an eurem Fernseher beispielsweise VAA, also eine Technik für variable Bildfrequenzen, verwenden, steht euch die Option zur Verfügung, im Leistungsmodus mehr als 60 FPS auszugeben. Damit wird das Spielgefühl noch einmal eine Ecke flüssiger. Abgerundet wird diese technische Meisterleistung von einem tollen Einsatz von 3D-Audio. Verfügt ihr über wohlklingende Kopfhörer, entfaltet sich ein dichter Klangteppich, in dem sich die leisesten Geräusche perfekt orten lassen. Wenn wir uns etwa an die nicht gerade ruhig agierenden Infizierten heranschleichen, wird die eigentlich sehr hilfreiche Lauschansicht, die Gegner durch Wände hervorhebt, quasi überflüssig. Distanz und Position können hervorragend eingeschätzt werden, sogar die Beschaffenheit des Raums nimmt Einfluss auf die Klänge. Oh, und dann wären da natürlich noch die vorhin bereits erwähnten Accessibility-Optionen, die das Spiel für ein möglichst breites Publikum zugänglich machen soll. Auch wenn wir kritisieren müssen, dass auf traumatische Ereignisse nicht ausreichend hingewiesen wird, ist The Last of Us Part 1 ansonsten sehr vorbildlich, wenn es um Barrierefreiheit geht. So lässt sich zum Beispiel wie schon im zweiten Teil ein Hochkontrastmodus einschalten, der bei Seheinschränkungen hilft. Viele der Optionen sind so brillant umgesetzt, dass wir sogar mit ihnen herum experimentiert haben, obwohl wir gar nicht auf sie angewiesen sind. Etwa die coole Zeitlupenfunktion, die ein wenig an die Max Payne-Reihe erinnert.
Oder eine Erzählstimme, die Filmsequenzen beschreibt, wodurch das Gefühl entsteht, dass man gerade einem etwas hölzern wiedergegebenen Hörspiel zuhört. Ellie zeigt ihm den Mittelfinger. Verdammt nochmal. Die technischen Komponenten von The Last of Us Part 1 könnten wir jedenfalls stundenlang über den grünen Klee loben. Sie haben es absolut verdient. Was Naughty Dog hier auf dem Bildschirm zaubert, ist eine absolute Wucht. Aber auch auf dem PC dürfte das Spiel die Konkurrenz in Schwitzen bringen. Die Portierung ist schon unterwegs und soll bald nach dem PS5-Release folgen. Einen genauen Termin gibt es zwar noch nicht, aber so lange wie bei anderen PlayStation-Ports müsst ihr sicher nicht warten. Und dann wird es natürlich nochmal besonders spannend, wenn man bei entsprechender Hardware-Power fast keine Kompromisse bei Auflösung und Framerate machen muss. Wer The Last of Us noch nie gespielt hat, bekommt hier also die beste Version eines herausragenden Spiels, die mit 80€ zwar sehr teuer ist, aber auch ein unvergessliches Erlebnis bietet. Außerdem wird jetzt eine sehr stimmige optische Brücke zum zweiten Teil geschlagen. Beide Spiele fühlen sich nun viel kohärenter an. Für langjährige Fans ist das Remake hingegen ein zweischneidiges Schwert. Wir fieberten noch immer mit den Charakteren mit und genossen die filmische Inszenierung, aber man weiß eben, was kommt. Der Aha-Effekt fehlte völlig. Das gilt auch für das zähe Gameplay, das uns, und ja, wir müssen es leider so drastisch ausdrücken, häufiger regelrecht gelangweilt hat. Schon im Original war das Gameplay kein Highlight und auch nicht der Grund für den Erfolg des Spiels. Schade also, dass man nicht umfangreicher daran geschraubt hat. Wenn ihr euch also mehr als ein grafisch wirklich atemberaubend schönes Update erhofft habt, wird euch The Last of Us Part 1 wahrscheinlich ein bisschen enttäuschen. Gerade bei der KI hatten wir nach den großspurigen Ankündigungen mehr erwartet. Wenn ihr hingegen einfach nur eines der besten PlayStation-Spiele in seiner besten Version erleben wollt, egal ob ihr das Original kennt oder nicht, kommt ihr an dieser Neuauflage nicht vorbei. Then get the fuck out of my town.